Am 3.7. gab es die erste Ausschusssitzung mit Zeugenvernehmung. Thomas Drake und William Binney. Beide sind ehemalige Geheimdienstmitarbeiter der NSA und Whistleblower. William Binney war 30 Jahre lang bei der NSA beschäftigt, zuletzt als technischer Direktor. 2001 stieg er aus und 2007 ging er an die Öffentlichkeit. Thomas Drake war Experte für Softwaretests und bis 2008 bei der NSA beschäftigt. Die massenhafte Überwachung in den USA begann nach dem 11. September 2001. Erst danach wurde sie weltweit betrieben. Das Überwachungsprogramm, was hierfür benutzt wurde, hieß Trailblazer. Genau gegen dieses Überwachungsprogramm reichten Binney und Drake 2002 eine Dienstbeschwerde ein. Erstens, weil es gegen die amerikanische Verfassung verstößt und zweitens, weil es eine reine Geldverschwendung ist. Es kostete 1,2 Milliarden Dollar. Die NSA speichert nicht nur alle Daten, die sie möglicherweise interessieren, sondern sie gewährt auch Dritten Zugriff dazu. Beispielsweise Subunternehmern, die für sie Dienst leisten oder anderen Organisationen wie Gerichten oder Steuerverhandlern. Diese Subunternehmen können mit den Informationen handeln oder sie zu ihrem eigenen wirtschaftlichen Vorteil nutzen. Außerdem gibt die NSA Informationen an Strafverfolgungsbehörden weiter. Diese sind nicht gerichtsfest, werden aber als informelle Tipps verwertet. Doch hier hört die NSA nicht auf. Ehemalige Mitarbeiter wie Drake werden mit voller Härte verfolgt. Und die NSA schreckt auch nicht davor zurück, Dokumente zu fälschen. Befragt nach der Kooperation mit dem BND wurden die beiden Zeugen konkret. Binney nannte die BND-Offiziere Schadewee und Dr. Meyer als Kontaktpersonen. Auch konnte Binney über Geheimverträge zwischen BND und NSA berichten, tat dies aber nur im nicht öffentlichen Teil der Sitzung. Drake verbildlichte das Verhältnis der beiden und bezeichnete den BND als Wurmfortsatz der NSA. Sie geben der NSA alles, um zumindest irgendetwas Wertvolles zu erhalten. Doch diese Kooperation hat auch Grenzen. Wie an diesem Sitzungstag bekannt wurde, hat ein BND-Mitarbeiter im Auftrag des NSA den Untersuchungsausschuss abgehört. Die NSA hört Merkels Handy ab. Sie lässt den Ausschuss ausspähen von einem BND-Mitarbeiter und sie überwacht den Erlanger Studenten Sebastian Hahn, weil er ein Verschlüsselungsnetzwerk betreibt. Wir fragen uns, wie viel Dreistigkeit kann sich die NSA noch erlauben, bevor die CDU begreift? Die Farce des Tages. Das Ausschussmitglied Fliesek wollte wissen, ob Edward Snowden gefährdet wäre, wenn er nach Deutschland käme, ob die USA ihn hier kidnappen würden. Binney meinte, die USA würden es sicherlich versuchen, ihn in irgendeiner Weise zu bekommen. Und, was würde er Snowden raten? Er sollte da bleiben, wo er ist. In den USA würde er kein faires Verfahren bekommen. Roderich Kiesewetter interpretierte das wie folgt. Zeuge Binney rät Snowden aus Sicherheitsgründen in Moskau zu bleiben. Entspricht Position der CDU. Am besten, er stellt sich den USA. Aber das ist nur ein Trick der CDU. Anders als bisher verhinderten sie diesmal die Live-Übertragung der Sitzung, obwohl die beiden Zeugen dem vorher explizit zustimmten und sie stellten irrelevante Fragen, beispielsweise über die Familienpolitik in der NSA. Weitere Absurditäten des Sitzungstages findet ihr in unserem Blogbeitrag beschrieben. Und zum Abschluss noch etwas zu Edward Snowden. Beide Zeugen, Binney und Drake, waren der Meinung, dass Edward Snowden von Drake gelernt habe und im Gegensatz zu ihm umfangreiche Dokumente mitnahm. Genau das macht ihn als Zeugen so wertvoll. Und auch beide sagten, er sei glaubhaft. Jetzt kann niemand mehr in Deutschland behaupten, dass die Dokumente aus dem Besitz von Edward Snowden falsch sind, gefälscht sind, dass sie nicht stimmen, dass sie keine Originaldokumente sind. Alle Dokumente, die er vorgelegt hat, haben Details, wie etwa Abkürzungen und Klassifizierungen, die absolut zutreffen. Das war's erstmal von uns. Wir wünschen euch eine schöne Sommerpause und sehen uns im September wieder. Macht's gut, tschüss. Tschüss.